Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit den Engländern. Und ich denke, beim Ende dieser Woche können wir hoffentlich endlich eine Ideengruppe aktivieren und uns in Richtung der Kolonisierung konzentrieren. Und ihr Lieben, wenn ihr, und ich bin mir sicher, dass wir Kommentare bekommen haben, geschrieben habt, dann vielen Dank dafür. Die Folgen bis heute sind voraufgezeichnet und ich habe eure Kommentare alle gelesen, wahrscheinlich sogar kommentiert. Liebe Grüße an mich selbst und natürlich an euch auch. Und hoffe, dass ich in den nächsten Folgen wieder auf eure Kommentare eingehen kann. Aus zeitlichen Gründen musste ich die oder habe ich diese Woche komplett vorproduziert. So, jetzt machen wir aber erstmal weiter. Aber wir müssen uns um unseren Berater kümmern. Der ist nämlich gestorben. Und 6 ist natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite verdienen wir jetzt eine ganze Menge. Und wir geben halt relativ viel für Berater aus. Deswegen kommt für mich persönlich auch nur einer mit einem 1er-Gehalt in Frage. Und Andrew Cook. Das ist natürlich schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Der kostet uns nur ein 1er und reduziert den Unterhalt der Armee auch gleich nochmal um 10%, den nehmen wir. Dann sind wir aber zwar nur bei 7 bei militärischer Technologie. Aber das könnte man ja ändern, indem man die administrative Macht ummünzt. Aber das ist okay. Das bleibt so. So, okay. Dann machen wir weiter. Und wir haben demnächst 70% dort unten. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Dass wir dort, die können wir wieder zusammenfügen, dass wir dort, aktiv werden. Parallelbehörde. Der Bürgerstand stellt in den von ihm beanspruchten Städten nicht die einzige Autorität dar. In den meisten Großstädten hat der Klerusstand ebenfalls eine starke Präsenz, die bis zur jeweiligen Stadtgründung zurückreicht. Manchmal kommt es zu Spannungen, wenn der Bürgerstand Richtlinien umsetzen möchte, von denen der Klerusstand nicht viel hält. Solche Konflikte sind immer häufiger geworden und Mitglieder des Klerusstandes geben sich keine Mühe, ihre Ablehnung der verschiedenen Regeln, die der Bürgerstand in ihren Städten beschlossen hat, in der Öffentlichkeit zu kaschieren. Nun drängen unsere Delegierten aus verschiedenen vom Bürgerstand dominierten Städten dazu, die Lage zu klären. Oh je, oh je, oh je. Also egal, was wir machen, wir sollten hier keine Aufstandswahrscheinlichkeit riskieren, das wäre nicht gut. Mit den Bürgern gemeinsame Sache machen. Der Stand Bürger gewinnt 15 Loyalität, der Klerus verliert 15... Dem Klerus gemeinsame Sache machen. Am Ende des Tages ist es egal, wer hat denn am meisten Loyalität. Vielleicht sollten wir es danach entscheiden. Die Bürger haben eine Loyalität von 40 und der Klerus von 42. Also wenn dann, aber der bringt uns Steuereinnahmen und der bringt Handelseffizienz. Ich würde sagen, wir machen mit dem Klerus gemeinsame Sache. Die haben natürlich jetzt Unruhe minus 1. Ach Gott, Entwicklungskosten plus 5. Oh Mann, das ist ja eine Katastrophe. In eurem Land gibt es illoyale Stände. Ja, das habe ich mitbekommen. Wir sollten tatsächlich... englische Monarchie hat nicht die Mechanik. Deaktivierte Versammlung. Land beschlagnahmen sollten wir jetzt wahrlich nicht. Wir sollten gucken, dass wir irgendetwas machen, was die Loyalität erhöht. Plus 5, dann sind wir bei 30. Das wäre gut. Wir verlieren 5 Kronland. Und 5 Absolutismus. Regierungslimit plus 100. Das wäre halt schon nicht schlecht. Also sie brauchen auf jeden Fall Loyalität 10. Wir verlieren kein Kronland, hat keine weitere Modifikation, hat keine Auswirkungen. Wir sagen ihm einfach freie Marktwirtschaft. Wir verlieren 10 Absolutismus. Das machen wir beim Bürgerstand. Ja. Das machen wir. Dann hoffe ich mal, dass wir hier jetzt schnell über unsere Grenze kommen. Genau, dass wir jetzt auf die 50%-Grenze relativ schnell hinarbeiten, dann sind wir da auf jeden Fall ein bisschen besser aufgestellt. Okay, Brabant, Spionagenetzwerk, das werden wir jetzt mal ausschalten, dass wir da keine Pop-Ups bekommen. Das ist dann doch ein wenig nervig. Okay, wie sieht's aus? Technologie. Wir können investieren, jawohl.
Und damit schalten wir, ihr Lieben, die nächste oder die erste Ideengruppe frei, die wir benötigen. Zack. Jawohl. Mein König, unsere administrative Technologie ist gestiegen auf 5. Die Auswahl der Ausrichtung eines Landes ist möglicherweise die härteste Entscheidung, die ein Herrscher jemals treffen muss. Nationale Ideen sind die Konzepte, mit denen unser Land in den kommenden Jahren geformt wird. Sehr schön. Und wir gehen mal direkt rein. Das ist jetzt in der Tat interessant. Wir haben natürlich hier eine ganze Menge und ich würde tatsächlich, also wir haben ja die innovativen Ideen und es gibt unheimlich viele Sachen, die wir machen können. Aber am Anfang ist halt die Frage, was nehmen wir? Expansionistische Ideen, das bringt uns einen Kolonisten. Das ist zwar okay, aber die Frage ist, was bringt uns ein Kolonist mit expansionistischen Ideen, wenn wir keine Entdeckerideen haben? Also grundsätzlich stelle ich mir die Engländer so vor, ohne dass ich tatsächlich nachgeguckt habe, dass wir auf jeden Fall die Entdeckerideen nehmen, die Seefahrerideen für die Royal Navy, beziehungsweise könnte man auch gucken, ob man eventuell die Seemachtideen nennt oder bekommt. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. Was wir auf jeden Fall machen, sind Entdeckerideen und die expansionistischen Ideen, denn wir brauchen den Kolonisten und wir brauchen auf jeden Fall, ermöglicht es uns in den Wettstreit mit der Entdeckernation zur Erforschung der Gebiete außerhalb ihrer Landesgrenzen einzutreten, um so auf der Suche nach der neuen Welt als erstes Land der Erde die Welt zu umsegeln, ermöglicht es Entdecker und Conquistador. Sehr schön, das machen wir. Hiermit wird euer freies Feld zum Freischalten der Ideengruppe Entdeckerideen verwendet. Jawohl. Und mein König, wir haben herausgefunden, was Entdeckerideen unserem Land bringt. Das ist gut und entgegen meinem Ausführungen war es die Renaissance mit 7, das uns hier weiterbringt. Englische Tradition, sehr gut. Minus 1 Unruhe und Kampfstärke Infanterie plus 10. Und wir haben bereits, es kostet 4 diplomatische Macht, um diese Idee zu kaufen. Und das könnten wir machen. Die Frage ist, was bringt uns denn die Technologie? Karten stehen und ein Dock. Ich würde sagen, das ist erstmal wichtiger. Und mein König, unser Kanzler berichtet, wir haben eine Idee in der Gruppe der Entdeckerideen freigeschaltet. Unsere Wissenschaftler und unsere besten und klügsten Köpfe hatten eine Eingebung auf der Suche nach der neuen Welt. Es ermöglicht uns, in den Wettstreit mit der Entdeckernation zur Erforschung Gebiete außerhalb ihrer Landesgrenzen einzutreten, um so auf der Suche nach der neuen Welt als erstes Land der Erde die Welt zu umsegeln. Sehr cool. Ermöglicht es Entdeckern und Konquistadoren. Wunderbar, das ist schön. Und wenn ich mich nicht täusche, dann brauchen wir dazu von der Royal Army, nicht die Royal Army, die Quatsch, wir brauchen die Royal Navy mit den 7 Schiffen. Und da müsste es jetzt einen Anführer geben, er ist vollendeter Seemann und wir können jetzt einen Entdecker rekrutieren. Und Unterhaltskosten für den Anführer betragen monatlich militärische Macht. Wir haben 3 Anführer und können 3 Anführer ohne Unterhalt haben. Ja, er erhält bestimmte Boni. Und den werden wir uns holen. Charles James Gilbert. Nein. Archibald Dampier. Auch nicht. Benjamin Bedford. Andrew Drake. Henry Frederick Saunders. Nein, auch nicht. Humphrey Rook. Auch nicht. Joseph Gloucester. Auch nicht. Hugh Bedford, Henry Northumberland, auch nicht. Uxbridge, Cabot, Cavendish, Albemarle, Anson, Smith, Edward Smith, einfach, aber nein. Henry Frederick Howard, Lawrence Clive, David Talbot, Northumberland, Geoffrey Clinton, Daniel Warwick, Richard Cromwell, das finde ich gut. Die Cromwells sind ja eine durchaus bekannte Familie in der englischen Geschichte. Dann könnten wir jetzt Richard Cromwell nehmen. Sehr gut. Und okay, es ist jetzt nicht die Offenbarung gewesen, aber wir teilen ihm das hier zu. Und diese Flotte kann Hafenprovinz mit einer Gesamtentwicklung von 14 komplett blockieren.
Das ist schön. Jetzt ist die Frage, bis wohin wir kommen. Wir reisen einfach mal nach hier und schauen mal, wie weit wir mit unseren großen Schiffen kommen. Adelaide Middleton, einer unserer Berater, Adelaide Middleton, hat die krönende Errungenschaft seiner literarischen Karriere erschaffen vom Geiste der Gesetze. Dieses monumentale Werk wurde besonders wegen dreier seiner zahlreichen Theorien gefeiert, die Klassifizierung von Regierungsformen, der politische Einfluss des Klimas und am wichtigsten die Theorie von Gewaltenteilung. Ja, das gab es tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt wer es war, aber es hat tatsächlich einen gegeben, der sich hingesetzt hat und dieses Buch verfasst hat. Das finde ich ganz spannend. Ihre Bemühungen werden im ganzen Land bewundert werden. Der Ruf wird über unsere Grenzen hinausgehen. Wir machen natürlich die Stabilität und die Bemühungen werden im ganzen Land bewundert werden, selbstverständlich. Das gibt uns eine Stabilität. England erhält Regierungsinvestitionen, Kosten administrativer Technologien minus 10. Oh, sehr schön. Das ist super. Und 3 Stabilität. Das ist super. Das gibt uns Unruhe minus 3, Steuereinnahmen plus 15, Kostenstabilität erhöht. Missionarsstärke ist in dem Fall aktuell wirklich noch nicht wichtig. Sehr gut. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit unseren Schiffen tatsächlich schon irgendwo hinkommen. Das wäre natürlich schon ziemlich, ziemlich cool. Wir könnten natürlich hier runterfahren, aber das interessiert uns nicht. Wir wollen nach Amerika. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Es handelt sich um ein Territorium, das ihr noch nicht erforscht habt. Entdeckungen vor Ort sind nur möglich, wenn ihr eine Einheit unter Führung eines Entdeckers oder Conquistador mit dem entsprechenden Befehl gibt. Bis zur Ausführung der Mission könnt ihr die Einheit hierhin verlegen. So, dann können wir mal schauen. Wir können ihm sagen, entdecken. Dann schicken wir ihn mal in einen Hafen zurück. Und der nahegelegenste Hafen ist, hallo? Tatsächlich der hier. So, ein Darlehen wird bald fällig. Ja, ich habe es geahnt. Da an den Bürgern haben wir schon was gemacht. Ihr könnt Staaten begründen, das machen wir nicht. Ihr habt einen freien Beraterplatz. Entdecker ist bereit. Schatzmeister Isaac Fairfax. Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Ihr könnt Provinzverbesserungen bauen. Das machen wir noch nicht. Aber Richard Cromwell, mein Bester, ist jetzt bereit für eine Erkundung. Und wir wollen Erkundung der Küsten des Nordatlantiks. Expedition in Europa. Nein. Expedition in Afrika. Expedition in Europa. Erkundet den Nordatlantik. Ich würde tatsächlich eher das hier sagen, ne? Wir versuchen den Nordatlantik zu erkunden. Mit der Prince of Orange, der Kanada, der Oxford, der, woher weiß er das? Der Black Prince, der Nottingham, der Expedition und der Cumberland. Ist unser Entdecker William Richard Cromwell unterwegs. Wunderbar. Das Konditori-Abkommen wurde aufgekündigt. Okay, das ist jetzt nicht so spannend. Okay, und da ist er unterwegs. Der Gute. Sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin echt gespannt, was er entdeckt. Wirklich, ganz ehrlich. Und jetzt müssen wir erstmal unseren... Nein, und dann auch noch unser administrativer Berater. Anthony Blake. Also wir nehmen auf jeden Fall einen günstigen. Wir können uns so viel im Moment nicht leisten. Geoffrey Amherst oder Vincent Labarth. Inflationsreduktion 0,1. Das wird uns natürlich auch nochmal eine massive Menge Geld kosten. Also ich finde den hier gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Er ist baskisch. Oh, das ist nicht gut. Wallonisch, Englisch. Wir nehmen trotzdem ihn. Er bringt uns momentan für meine Verständnisse tatsächlich am meisten. Okay, jetzt ist die Frage, ob wir hier noch weitergehen wollen. Müssen wir aber, ne? Ansonsten kommen wir mit der diplomatischen Macht echt nicht mit. Okay, sehr gut. Können wir eigentlich wieder irgendein Land durchbeleidigen? Ich bin nämlich immer noch am Überlegen, ob wir es irgendwie hinkriegen, die Machtprojektion hier zu erhöhen. Ja, wir können sie durchbeleiden. Das bringt uns aber nur auf 44. Dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das sonst hochkriegen. Das lassen wir erstmal bleiben.
Einige Provinzen sind keine Kernprovinzen. Dann können wir das tatsächlich machen. Das sind 22. Dann werden wir dann bitte mal anfangen. Über Dehnung 6, 10 und 8. Okay. Mein König, wir können nicht länger beanspruchen, dass Artui rechtmäßiger Teil des Landes wird. Okay, das ist nicht schlimm. Wir haben eines der wichtigsten Ziele in meinen Augen erreicht. Richard Cromwell ist unterwegs und erkundet hier. Wunderbar. Norwegen? Ach, das ist Island, ja. Okay. Zu wenig Kronland. Das wird sich in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht ändern. Im Land gibt es innerhalb der Stände. Das ist jetzt weg. Keine Debatte im Parlament. Oh, das ist natürlich jetzt doof. Wir könnten uns jetzt überlegen, ob wir auch da wieder das Thema Finanzen angehen. Die Frage ist aber, ob uns eventuell was Besseres Vorteile bringt. Kosten der Berater ist wieder klar. Regeneration der Seeleute. Wir sind ja jetzt schon so... wir sind ja jetzt in meinen Augen schon an einem Schritt zur nächsten Stelle. Wir müssen jetzt eigentlich eine Flotte aufbauen und die tatsächlich dann auch dazu bringen, dass sie stark ist und vor allen Dingen auch besiedeln kann. Er hatte für die nächsten 10 Jahre Kosten Leichtschiffe. Aber ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird das nicht passieren. Unterhalt der Armee würde 0,5 bringen und die Berater bringen mehr. Dann wählen wir das nochmal aus. 0%. Der Klerus erhält 2 Einfluss, das kann er haben. Militärische Unterstützung kriegt er auch. Bürger begünstigen? Nein. Klerus, lokale Autonomie gewähren? Nein. Marinekommission? Nein. Klerus begünstigen? Dann kriegen sie das. Die lokale Autonomie kriegen sie nicht. Dann kriegt Norfolk, verliert 5 Marinetraditionen. Und damit ist es da. Minus 10% für Berater. Gut. Weiter geht's. Bin mal gespannt, was unsere Schiffe entdecken am 20. Januar. Jetzt sind sie da oben am Kartenrand. 1476. Oh, schaut euch das an. Wir haben ein Land entdeckt. Fragwürdige Ausgaben. Die Ausgaben von Vincent Labarth haben einige Fragen aufgeworfen. Er hat große Summen ausgegeben, weit mehr als jemand in seiner Position zur Verfügung stehen sollte, um Geschenke an den örtlichen Klerus in seiner Heimat zu verteilen und die lokale Infrastruktur zu verbessern. Eine genauere Untersuchung hat gezeigt, dass Vincent de Labarth staatliche Gelder nach Labourd weitergeleitet hat, um dort seine Beliebtheit zu steigern. Wie bitte? Anstatt unseren König nach Kräften zu unterstützen. Obwohl dies ein Segen für die Wirtschaft des Ortes war, könnten sich solche Praktiken als schadhaft für den Staat als Ganzes erweisen. Wir sollten sie nicht tolerieren. Nach Labour springen. Ach Gott, das ist auch noch hier irgendwo in Frankreich. Was haben die denn bekommen? 3, 3, 4. Die stimmen, so ein bisschen Steuern zahlen. Das sind Basken. Unruhe gesenkt, Produktionseffizienz. Plus 25 erhält 2 Korruption. Ach, du ahnst es nicht. Sperrt ihn ein. Der Klerus verliert 15 Loyalität. Gut, wir haben über 50. Aber dann haben wir schon wieder einen Typen. Dann sind wir schon wieder einen Typen los. Das ist... Also das finde ich tatsächlich jetzt eine schwierige Entscheidung. Auf der anderen Art und Weise würde es den Klerus... auf 30 zurückbringen. Wir sperren ihn ein. Das wird hier nicht toleriert. Und was? Mein König, wir haben schlechte Nachrichten. General John Rodney ist tot. John Rodney hat uns treu gedient. Und solange wir keinen weiteren Krieg haben, würde ich da erstmal kein Geld investieren. Vor allen Dingen, weil wir einen freien Beraterplatz haben, für den wir investieren müssen. Und Kostenstabilität, Steuereinnahmen plus 10. 4 aber allerdings. Wie viel haben wir? 9. Edgar Clive, wir nehmen den. Damit sind wir bei 9 administrativer Macht. Sehr gut. 500 sind wir bei Wissenschaft. Bei Militär können wir da die nächste Technologie schon erlassen.
Wir sind kurz davor, dann bringt es ins Infanterienahkampf erhöht, Infanteriefernkampf, Gefechtsbereite erhöht, Militärtaktiken und die Kaserne. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wunderbar. Wie geht denn die Idee weiter? Koloniale Unternehmung. Erlaubt es uns, mehr Kolonisten in unerforschte Gebiete zu entsenden? Dafür benötigen wir 400. Okay, wir haben noch nichts. Das ist also in meinen Augen noch kein Problem. Ja, das ist noch kein Problem. Weiter geht's. Und er ist da oben abgezogen, aber du hast doch hier ein Land entdeckt. Östliche Küste von Grönland. Da war doch was. Nein! Mein König! Admiral William Cromwell ist tot. William Cromwell hat uns... Oh Gott. Da müssen wir jetzt tatsächlich was machen. Den haben wir ja auf unserer Friedensmission eingesetzt. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Und der ist für diese Schiffe hier für die anderen 15 hier verantwortlich. Okay, da müssen wir jetzt leider Gottes einholen. Sein Bruder Richard ist gerade unterwegs oder sein Neffe und kümmert sich hier um die Erkundung. Einen Entdecker rekrutieren. Ja, wir nehmen einen Admiral. Und das wird der gute... Hugh Cumberland. Oh Gott. Ich hab's gewusst. Jemand mit dem Namen Hugh kann nix. Da kann nichts Gutes draus werden. Entschuldigt bitte, wenn irgendjemand zuschaut, der Hugh heißt. Oh meine Güte, ey. Das ist ja noch nicht mal ein Stern, das ist ja eher ein halber Stern. Okay, es wird trotzdem ein Stern angezeigt. Na, ist wenigstens etwas. Neue Handelsforschung ist heretisch. Wir hatten Beschwerden von mehreren führenden Männern unseres Landes wegen neuen Praktiken. Unsere Händler, die ihnen heretisch zu sein scheinen, weshalb wir sie stoppen sollten. Okay. Wir verlieren 50 diplomatische Macht, wir verlieren Prestige. Dann verliere ich lieber 50 diplomatische Macht. Aber Prestige möchte ich nicht verlieren. So, wo bist du jetzt hin unterwegs? Du erkundigst da das Osmanische Reich. Ein Angriff auf Karaman. Oha. Richard Cromwell, seine Mission beendet. Erkundet den Nordatlantik. Das bekannte Gebiet wurde eurer Karte hinzugefügt. Sehr gut. Unsere Flotte Royal Navy hält die Mission. Erkundet Atlantik. Die Mission wurde abgeschlossen. Desmond wartet auf weitere Befehle. Und wir können ihm... Tja. Wir könnten ihm sagen, eine Weltumsiedlung. Ihr benötigt die Technologiestufe mindestens 9. Erkundet Küste im Nordatlantik. Ja, dann machen wir das. Dann werden wir dort weiter erkunden. Wo fährt er hin? Dahin, okay. Burgund hat damit begonnen, Hamburg zu beeinflussen. Okay. Und wir sollten uns, während er unterwegs ist, tatsächlich auch mal ein Embargo verhängt. Venedig. Okay. Wie sieht es eigentlich hier unten aus mit unseren Freunden? Moment, wie bitte? Wir haben einen Rivalen erniedrigen Kriegsgrund gegen Schottland. Wir können unseren Rivalen erniedrigen. Eroberung der Hauptstadt Lothian. Oh, das möchte ich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich möchte von Schottland nichts erobern. Das steht nicht. Also das ist eigentlich nicht gewollt. Okay, wie sieht es eigentlich in dem Krieg aus von unseren Freunden? Plus 53. Ja, das sollte tatsächlich dann also klappen. Köderik Enrique, haben wir denn noch? Familienbande auflösen, passt. Wir hofieren gar nicht mehr bei ihm. Haben wir denn noch Gefallen? 55. Wir könnten natürlich auch gegen Dukaten, geht nicht. Haben wir bei ihm noch was? Portugal befindet sich im Krieg. Gegen wen denn? Ach, auch gegen die. Okay. Portugal hat 80 Schulden. Schade, können wir das bei Österreich machen? Auch nicht. Okay, sind die auch im Krieg? Nee. Aber hat einen Waffenstillstand mit Bayern. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass sich dieses Land anscheinend überhaupt gar nicht dafür interessiert, in Richtung Böhmen oder Ungarn zu gehen. Mal gucken, wie es da weitergeht.
in dem Land. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber jetzt können wir erstmal in die nächste Technik investieren. Und König, unsere militärische Technologiestufe ist angestiegen. Arkbus. Obwohl Handkanonen im 12. Jahrhundert in China entwickelt worden und sich im 14. Jahrhundert in Europa verbreitet hatten, verringert die Schwäche dieser Waffen ihren Nutzen auf dem Schlachtfeld. Aufgrund drei wichtiger Faktoren konnte die leichte und zuverlässige Arkbus den Bogen ersetzen. Sie hat einen leicht besseren Rüstungsdurchschlag. Ihr Einsatz konnte einfach vermittelt werden und sie war nicht von Kraft des Trägers abhängig. Sehr cool. Okay, wunderbar. Und als nächstes gibt es den großen Bronzemörser. Da freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Und wenn ihr euch auch drauf freut, dann bleibt doch dran. Und wenn es euch gefällt, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und beim nächsten Mal sehen wir dann hoffentlich, wo unser guter Richard Cromwell hinfährt. Er geht gerade an der Küste Grönlands ab und ich bin sehr gespannt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie. Ciao, ciao.